läuft wie geschmiert, ey. Wir brauchen mehr Granatenmunition. Aua. Ich kann mich alleine. Bleib hier. Erst mal eine ballern und dann abhauen. Das sehe ich gerne. So. Oh, ganz gut aufgeräumt. So. Immer noch, wo Falk sich rumtreibt. Was ist denn das da unten noch? Ach, Schande. Also wirklich Zentrum des Feindes, ne? Können wir ja fast sagen, aber die Teleporter hier nochmal mitnehmen können. Also so fast. Ist der Kerl? Ach du Scheiße. Die kriegen wir nicht separiert, oder? Ne, sieht nicht so aus. Na gut. Das Ding hat einen ordentlichen Sprengradius. Radius, wollte ich sagen. Ja, selbst der Behemoth, der muss sagen. Ja, der Zornige ist nicht ohne. Wie viel Schaden? Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir den Behemoth so schnell damit runterkriegen. Der steckt zwar auch noch ein, aber holla die Waldfee. Alter, der Granatwerfer ist der Shit. Vor allen Dingen, da waren ja jetzt. Was war jetzt noch dazwischen? Ein Abartiger und dann waren hier noch so ein paar Geißelzecken. Oh, definitiv Granatmunition, ey. Also Granaten für den Granatwerfer. Mal so 2.000-3.000 Stück an Granaten, dann räume ich hier alles leer. Dann mache ich das im Alleingang. Gut, das machen wir wahrscheinlich größtenteils sowieso, aber versteht, was ich meine. Immer schön auf den Haufen stellen, dass ich auch alle auf einmal treffe. Das spart Munition. Danke. Also, läuft, ne? Vor allem der Granatwerfer ist auch schön schnell. Ich meine, der Kollege hier macht auch Aua und sogar noch mehr, aber er ist halt nicht so schnell wie der Granatwerfer. Es muss ja hier mal... Es ist ja ein Teil... Was wir vorher auf der Karte in Elex 1 nicht entdecken konnten, das muss ja auch mal eine Klerikerburg gewesen sein oder sowas, ne? Sieht jedenfalls stark danach aus. Ich mag dieses Fantasy-Setting. Krass. Dächer und das erinnert mich immer an Gothic 2, an das Kloster der Feuermagier. Gegner sind noch auf der Karte. Granatwerfer hier drin ist vielleicht nicht so clever. Da noch irgendwas. Hm?
Ist das so eine Stacheltruhe wie bei den Morkons? So, dann machen wir eine, und dann eine, noch eine und dann so. Sehr schön. Konzi dran. Läuft. Muss den gönnen oder wie sieht's da aus? Konzi ist 67. Ne, den sparen muss man noch auf. Der wäre Verschwendung. Schmutziges Tagebuch, okay. Irgendwann wird sie einsehen, dass ich der Richtige bin. Bestimmt braucht sie noch Zeit, bis sie es erkennt. Sie soll nur ihre Augen für mich haben, niemanden sonst. Heute Abend arbeiten wir wieder an der Bar. Ich werde da sein. Sie hat mir nicht einmal 5 Minuten ihrer Zeit geschenkt und gesagt, sie hätte noch zu tun und könnte sich deshalb nicht mit mir unterhalten. Dabei war gerade nicht viel los. Bestimmt ging es ihr nicht gut. Wenn sie das nächste Mal arbeitet, muss ich ihr Blumen mitbringen oder Pralinen oder so. Das mögen Frauen doch, oder? Naja, nicht alle Frauen. Kommt drauf an. Geschenke kommen immer gut an, aber ja. Ich habe es endlich geschafft, Feierabend sie mal zu erwischen. Wollte nur ein bisschen reden, habe ich gesagt. Gesagt, ich sei ein hirnloser und kranker Depp. Würde sie verfolgen, das klingt zu hart. Ich habe versucht zu erklären, dass ich so viel Zeit wie möglich mit ihr verbringen möchte und sie gerne zu meiner Frau meines Lebens machen möchte. Da hat sie das Gesicht verzogen und gesagt, dass sie mich umbringt, wenn ich sie nicht endlich in Ruhe lasse. Aber ich lasse doch nicht locker. Und ich weiß, das hilft. Blumen helfen. Oh je. Das ist doch scheiße. Oh je. Und sie hat ihn tatsächlich umgebracht. Sie hat ihm die Blumen ins Gesicht gesteckt. Oh. Sie hat ihm die... Oh. Er wollte doch... Ich meine, das ist natürlich auch blöd. Ich meine, wenn es dann so weit geht mit Stalking und so, alles schwierig, klar. Aber er war gnadenlos verliebt und... Sie hat ihn halt, naja, nicht gewollt. Ja, moin! Ich habe ein paar Donnerrosen für dich, Kollege. So, was haben wir denn hier noch? Lörre. Brauchen wir wieder ein paar Granaten. Schon tragisch. Schade eigentlich. Aber wie gesagt, wenn es dann halt Richtung Stalking geht und es muss halt auch mal von beiden gewollt sein, ne? Sag ich mal. Wenn nur der eine will, der andere nicht, muss man dann auch akzeptieren. Das ist dann. Man kann sich zwar bemühen und so, aber es sollte halt nicht bedrängt sein. Das ist halt schwierig. Müll hier. Wollte erkunden hier oben und Begleiterquest. Boah. Ist schon was runtergekommen. Wir da oben noch irgendwie rein? Ich glaube nicht, ne? Verdammt. Oh, doch. Aber hier scheint nichts mehr zu sein. Schade. Ne, hier liegt nichts rum. Wahrscheinlich sollte man hier nicht unbedingt reinkommen. Gehe ich mal von aus. Aber das sieht aus wie gewollt. Aber hier ist auch nichts. Schade. Naja. Schlafsack ist ein Pet. Oh, hier ist ein Tresor.
025. Ach ja. Das war nichts. Ich wollte hacken. Dachte schon, warum geht das so einfach? 0258. Hm. Ah. 14? 12? Okay, was haben wir? Oh, die 1 ist richtig. Okay. 5 und 8. Ah, 4, 5. Geht doch. 1, 8. Naja. Etwas, was wir zu Geld machen können. Auch nicht schön. So. Im Radar sind noch Gegner, die sind aber etwas weiter weg. Da hinten irgendwo. Das Gejaul im Hintergrund, so dieses. Dieses Klagen, ne? Krass. Noch ein Tresor. Achso. Guck gar nicht, ich klick ein. Entschuldigung. 6 vielleicht. 2. Und dann da die 8. Oh, die 2 ist richtig. 4 vielleicht am Anfang, dann 2. Achso, die 6 ist auch noch richtig. An der Stelle. Was bleibt da noch übrig? Ach, die 0. Hier 2, 6. Geht okay. Doch. Löpp. So. Da ist noch viel Zeug. Ja, moin! Ja, da oben. Kriege ich den von hier aus? Ja gut, den juckt das nicht besonders. Der mit seinem Roundhouse-Kick, ne? Aber naja, wie gesagt, bisschen Heilung drauf ist auch nicht verkehrt. Also auf der Klinge. Aber wo ist denn ich muss auf der Karte. Wo sind wir vorbeigelaufen? Kann das sein? Ne, der ist. Der ist da weiter unten, ne? Der ist da unten irgendwo im Krater. Oh, so eine halbe Weltreise, Junge. So. Hier noch eine Kiste oder irgendwas? Nee. Ja, das ist wahrscheinlich für den Ausgang. Hier kraxelt nicht unbedingt jemand rum. Oder die wenigsten, sagen wir es mal so. Da ist noch so ein Kollege. Hoppala. Ich wollte eigentlich, das da. Boom. Das für Geräusche, das klang wie ein abgesoffener Motor.
Ey, wir haben gleich wieder ein Level-Up, wenn das so weitergeht. Wir hatten noch gerade erst eins. Scheiße. Da war noch eine Geißelzecke. Nein, 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 nicht frech werden, Kollege. Doch. Das sind auch reichlich Gegner. Ich würde eigentlich nur gerne Falk einsammeln. Ich weiß, wir sind hier gut am Aufräumen, aber... Sagen wir, kürzen mal etwas ab. Theoretisch praktisch. Ist da unten in dem Gebäude, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Oder nee, so kurz vor. Ach, junge Falk. Da ist er doch. Hi. Jack, hi. Du hast mich gefunden. Ah, ich verstehe. Deine Drohne. Bist du verrückt? Was machst du denn hier? Du wolltest einen Beweis meiner Loyalität und dass man sich auf mich verlassen kann. Wie könnte ich das besser, als mich selbst dem Kampf gegen die fremden Eindringlinge zu stellen? Hör auf mit dem Mist. Du nutzt mir nichts, wenn du dich in unsinnigen Scharmützeln aufreibst und dich dabei selbst vernichtest. Aber du sagtest doch... Ich will dich ja wirklich nicht mit deiner Freiheit beschneiden, aber ich weiß, was ich sagte. Du bist ein dämliches... Ich will dich ja wirklich nicht in deiner Freiheit beschneiden, aber... Ich habe noch eine Menge zu erledigen und ich brauche dabei deine Hilfe. Aber ich habe versagt. Ich habe dich verärgert und dir in letzter Zeit eigentlich nur Ärger gemacht. Das ist doch Unsinn, Falk. Und ich sage dir auch warum. Egal, was du getan hast, wir werden das schon wieder gerade biegen. Was könnte eine Maschine mehr erreichen, als dass ein Mensch sie als gleichwertiges Mitglied der Gesellschaft ansieht? Und für mich bist du so etwas wie ein Freund geworden über die lange Zeit, die wir uns kennen. Also, vergessen wir doch einfach das Ganze und verschwinden von hier. Ist das wahr? Hm. Nun dann, in Ordnung. Aber nur unter einer Bedingung. Welche Bedingung? Wenn ich jemals wieder den Plan verfolgen sollte, menschlicher zu werden... Ja? Dann haust du mir ein Kantholz über meinen dämlichen Schädel, okay? Das kriegen wir hin. Ich werde daran denken. Das hoffe ich. Falk? Falk? Komm mit. Mitkommen. Natürlich. Ich hätte die alte Welt gerne einmal intakt gesehen. Ja. Ido. Ich will mir nochmal die Kuppel hier unten anschauen. Bah. Moment. Hast du eine Mücke? Ein Kampf! Echt hoch! Mal schauen, was hier noch so zu holen ist. Vielleicht finden wir noch eine einzigartige Waffe. Das wäre natürlich großartig. Ich habe ja schon was... Tolles Neues gefunden. Ein Ritualmesser, ja, nee. Irgendwie bist du der ewige Akolyt für mich. Hattest du nie Ambitionen, in der Hierarchie der Kleriker aufzusteigen? Interessante Herausforderung. Allerdings wollen die Kleriker keine Maschine in ihrer oberen Befehlskette. Die Menschen sind ihnen dann doch etwas näher. Dieser Hall hier, ne? Ich meine, klar, macht Sinn bei dem Gebäude, aber... Dieses Klagen im Hintergrund macht einen Kirre auf Dauer, ne? Ja. Noch ein Tresor. Okay. Das Spiel ist so verdammt groß. Du kannst dich echt verlieren hier drinnen, ne? Furchtbar. Also es ist gut und furchtbar zugleich.
der Ton. Durch den Hall. Warte mal. Acht und sieben? Nee. Neun und drei? Das war nichts. Eins, neun, keine Ahnung. Vier. Null vielleicht noch. Eins, neun, null, vier? Nö. Zwei? Nein. Fünf? Drei hatten wir auch schon. Sechs hatten wir noch, oder? Das war nichts.